Also wer sollte den Kindern welche Frage stellen, um hier ein Bewusstsein zu schaffen? Ich glaube, das sollte ein Zusammenwirken des Klassenvorstands oder der entsprechenden Professorin sein, die eben über Wirtschaft oder über Beruf referiert in der Klasse, denn die haben ja das Vertrauen der Schüler. Und wenn die Leute aus der Praxis einladen, aus allen möglichen Berufssparten, da kann der Arzt kommen, da kann der Unternehmer kommen, da kann der Philharmoniker kommen und dann kann der arrivierte Künstler, bildende Künstler kommen, also aus möglichst der Wissenschaftler, aus möglichst vielen Berufsbereichen sollten eigentlich Leute im 7. oder 8. Gymnasium eingeladen werden, zu erzählen, wie es im Leben draußen aussieht, wenn man diese oder jene Ausbildung macht.